Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Ja, ich möchte euch in diesem Video ein paar kurze und sehr einfach umzusetzende Tipps geben, dass ihr alle gesund bleibt. Diese Tipps sind so einfach, aber irgendwie vergisst man sie dann doch umzusetzen. Deswegen möchte ich euch hier mit einem kurzen Video daran erinnern. Tipp Nummer 1, leg die warmer. Zieh dich warm an. Es ist definitiv nicht mehr Sommer. Die Temperaturen sind gefallen und werden noch weiter fallen. Zieht euch warm an, packt euch gut ein. Ich mache es hier schon mal gut vor mit meinen Einhornfinken. Zieht euch warm an, ist wichtig. Tipp Nummer 2, unsere Ernährung. Ernähre dich vollwertig und ausgewogen. Die Ernährung ist nicht nur dazu da, um zuzunehmen oder abzunehmen oder Muskeln aufzubauen oder deinen Körper zu definieren. Die Ernährung hat einen Einfluss auf so viel mehr. Deswegen achte dich darauf, dass du dich nicht ständig nur von Fertigprodukten ernährst, nicht hier noch ein Sandwich von der Tanke, da noch ein Döner, da noch eine Fertiglasagne in den Ofen schieben. Koch für dich selbst, starte vielleicht deinen Tag mit einem Smoothie oder wie auch immer. Ernähre dich vitaminreich, nährstoffreich und achte ein bisschen auf dich. Tipp Nummer 3, Ingwer. Ich selbst liebe Ingwer. Ich weiß, es ist ein bisschen Geschmackssache. Ingwer ist doch ein bisschen speziell, ist sehr scharf. Aber Ingwer-Tee ist einfach wirklich etwas, was immer sehr gut ist, um vorzubeugen. Ingwer mit frisch gepresster Zitrone. Oder eben auch einfach, hast du schon mal daran gedacht, Ingwer roh zu essen? Es ist natürlich definitiv nichts für Anfänger. Es ist ein bisschen fortgeschritten, wenn man so sagen will, weil Ingwer ist ganz schön scharf und das wärmt dir wirklich alles von innen heraus. Achte dich darauf, wenn du Ingwer roh essen willst, dass du Bio-Ingwer hast. Schweizer, ich nehme sogar Bio-Ingwer aus der Schweiz, Luzern gibt es im G4, habe ich aber auch schon gesehen im Coop und so. Also und Ingwer auch, wenn du Bio-Ingwer hast, mit der Schale essen, weil wie bei eigentlich allen Früchten, bei allem Gemüse, sind die wichtigsten und wertvollsten Stoffe, Vitamine und Mineralien direkt unter der Schale. Und wenn du es vielleicht noch nicht schaffst, die Ingwerstücke einfach so roh zu essen, dann ess einen Apfel dazu. Dann hast du es ein bisschen ausgeglichen. Oder mach dir Ingwer-Shots. Einfach Augen zu und durch, runter damit. Ingwer ist wirklich für mich etwas, das bewegt Wunder. Tipp Nummer 4, eigentlich so einfach, aber doch setzen wir es irgendwie nicht wirklich um. Viel Schlaf. Ja? Geh bei Zeiten ins Bett. Und mach Sport, beweg dich. Ich weiß, häufig sind wir zu faul dafür, aber es ist so wichtig, um uns abzuhärten, um fit zu bleiben. Und mach zum einen bestimmt Sport, wo du dich auspowern kannst, aber mach auch mal Sport, um mental ein bisschen Stress loslassen zu können, weil oft können wir auch krank werden, wenn wir mental viel zu sehr gestresst sind. Deswegen probier mal ein paar Yoga-Übungen oder so aus oder mach mal so Entspannungsübungen. Wenn du noch nicht so weit bist, mach mal ein bisschen Stretching und so. Einfach Sachen, wo du mal dich in Ruhe bewegst sozusagen. Und ein bisschen runterfahren kannst. Das ist ganz wichtig, auch um dem Krankwerden, einer einfachen Erkältung und so vorzubeugen. Viel Schlaf, Bewegung, einerseits für deinen Körper, aber eben auch für den Kopf. Tipp Nummer 5, das Wintervitamin, Vitamin D3. Das ist wirklich etwas, was im Winter absolut Sinn macht. Im Winter ist es so, dass sehr viele, ohne dass sie es merken, einen Vitamin D3-Mangel bekommen. Das ist nicht selten. Und zwar, wieso passiert das? Im Sommer, wenn die Sonne da ist, im Urlaub, an wärmeren Regionen, haben wir nie ein Problem mit Vitamin D3. Da sind wir gut drauf. Da merken wir überhaupt nichts. Aber im Winter passiert es manchmal, dass wir so in eine Art Winterdepression fallen. Wir sind antriebslos, wir haben keine Energie, wir sind träge, müde und es liegt daran, dass wir kein oder viel weniger Vitamin D3 produzieren können, weil für die Vitamin D3 Produktion brauchen wir das Sonnenlicht, damit wir es über unsere Haut produzieren können. Und im Winter, es ist frühdunkel und die Tage sind kälter, es ist düster. Deswegen macht es durchaus Sinn, im Winter auf seine Vitamin D3-Zufuhr zu achten. Zum einen kann man, das ist halt so, man möchte das oder man möchte das nicht,
kann man ins Solarium gehen, um an Vitamin D3 zu kommen. Ich bin jetzt einer von den Menschen, ich mache das ab und zu, weil ich es gerne mache, weil es mir gut tut, aber ich vergesse es dann auch wieder, dann gehe ich wieder Wochen, Monate nicht hin. Andere gehen da regelmäßig hin, das muss jeder für sich selbst entscheiden, ob man das gut findet oder nicht. Das ist mal eine Möglichkeit, wie man an Vitamin D3 kommen könnte. Wer das aber nicht möchte oder nicht aktiv möchte, dem empfehle ich wirklich im Winter Vitamin D3 zu supplementieren. Ich weiß aber, dass viele nicht gerne jeden Tag an irgendeine Kapsel denken müssen. Deswegen gibt es jetzt neu ein wirklich gutes Produkt von MyFairTrade. Das sind diese intensiven Kapseln hier, Vitamin D3 Forte. Und von denen brauchst du nicht jeden Tag eine Kapsel nehmen. Das reicht, wenn du alle 14 Tage eine Kapsel nimmst, denn die sind hochdosiert. Also heißt super praktisch. Und hier sind 120 Kapseln drin. Also man rechnet 120 Kapseln, alle 14 Tage eine. Also das hält wirklich lange hin. Vitamin D3 ist unerlässlich, weil sonst können wir kein Kalzium und kein Phosphor aufnehmen. Es ist außerdem sehr wichtig für eine intakte Muskelfunktion und sehr wichtig für unsere Knochen und Zähne. Ja, also ohne Vitamin D3 wird es doch schwieriger, Kalzium aufnehmen zu können. Und jetzt meinen bestimmt viele, okay, Kalzium ist wichtig, sonst ja, wir brauchen Kalzium. Kuhmilch. Ich habe da ein Video dazu gemacht, mal zum Thema Kalzium. Ich verlinke euch das unter diesem Video in der Infobox, denn es gibt so viele pflanzliche Alternativen, die noch viel mehr Kalzium enthalten als Kuhmilch. Wenn euch das interessiert, aus welchen veganen Nahrungsmitteln man an Kalzium kommen kann, dann schaut euch das Video gerne an. Verlinkt unter diesem in der Infobox. Neben all dem spielt Vitamin D3 auch eine wichtige Rolle bei der Erhaltung eines gesunden Immunsystems und bei der Zellteilung. Also Vitamin D3 ist wirklich etwas Unerlässliches. Ja, ich hoffe, meine 5 Tipps, um gesund und fit durch die kommenden kalten Tage zu kommen, können euch helfen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Morgen, Mittag, Abend, was auch immer, und wir sehen uns im nächsten Video.